Tja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Twin Mirror. Ein neues Spiel aus dem Hause Donut Entertainment. Bekannt ja durch vor allem, denke ich mal, Life is Strange. Haben wir ja auch noch ein Let's Play offen. Muss ich sagen, da. Das ist erstmal ein wenig auf Eis gelegt tatsächlich, weil ich ja auch bei Genshin Impact und bei Assassin's Creed Valhalla bin. Aber ich habe gesagt, das darf ich mir nicht entgehen lassen, ein neues Spiel aus diesem Hause. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe noch gar nicht richtig reingeguckt, muss ich sagen. Also wirklich noch gar nicht. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los und schauen, was passiert, wenn wir jetzt eintreten. Eine Lizenzvereinbarung. Schön. Haben wir sorgfältig durchgelesen. Passe die Helligkeit an, bis das M gerade noch zu sehen ist. Welches M? Wahrscheinlich das untere, ne? Wir machen es einen Ticken heller einfach, weil auf YouTube wirkt es immer ein bisschen dunkler. Machen mal so. Wir können es ja wahrscheinlich später auch nochmal anpassen, denke ich mal. So, ganz kurz in die Option noch mal reingucken. Vor allem in die Audio, die lassen wir mal oben. Das hat bisher jetzt ganz gut geklappt in den letzten Aufnahmen. Die Musik gefällt mir direkt. Und was ist bei Video? Ach so, das ist jetzt wieder die Helligkeit. Okay, können wir auf jeden Fall nachträglich ändern. Bei Ankunft verirrt. Ich würde sagen, wir starten direkt, wir legen direkt los. Ich bin gespannt. Neues Spiel. Ladebildschirm. Ah, jetzt. We'll discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. Basswood. Change my clothes and wash my mouth. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. I knelt down in desperation. I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here.
So, und damit jetzt nochmal herzlich willkommen bei Twin Mirror. Ich war tatsächlich erstaunt, dass das jetzt so schnell noch ein Spiel rausgekommen ist, weil ja jetzt erst Tell Me Why rausgekommen ist. Das ist noch gar nicht so lange her. Okay, wir müssen anscheinend zu einer Beerdigung. Und, kleinen Moment, mein Google ist schon wieder angehüpft. Wir müssen wahrscheinlich zu einer Beerdigung. Nicht nur wahrscheinlich, wir müssen zu einer Beerdigung. Und ich dachte, jetzt kommt erstmal wieder so eine Art Tutorial oder sowas. Sind hier an einem netten Aussichtspunkt. Was auch immer wir jetzt tun müssen. Wir gehen einfach mal hier so lang. Wahrscheinlich hier lang, ne? Zum Aussichtspunkt direkt. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Okay. Eine Sache muss ich nochmal gucken. Wir machen die Untertitel mal auf groß. Sind dann einfach wirklich. Sind mir ein Ticken zu klein auf jeden Fall. Wir haben klein, mittel, groß, klein, normal und groß. Wir machen es einfach mal auf groß. Hat er das jetzt übernommen? Ja, ich glaube schon, ne? Unten rechts das Speichersymbol. Groß, hat er übernommen. Okay. Ein Schild. Instandsetzung. Das Unternehmen hat Wert darauf gelegt, dass wir alle erfahren, wie großzügig es ist. Welcome back to Basswood, Sam. Basswood. Wir heißen Sam. Mich würde jetzt mal interessieren, ob man irgendwie gucken kann, was man, also, ja, was man alles angucken kann. No littering. Okay. Ne? Also so eine Art. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Ja, so eine Art halt Übersicht, ne? Dass man jetzt so einen super Blick hat, dass man hier jetzt sehen könnte, ey, du kannst das da hinten angucken, du kannst da was angucken. Vielleicht kommt das aber noch. Das ist ja gerade mal der Anfang. Wir gucken trotzdem mal vorsichtshalber. Bei diesen Spielen sollte man auch wirklich mal viel mitnehmen, einfach wirklich viel. Warnschild. Denn ein Schild schützt besser als robuste Leitplanken. Ja, auf jeden Fall. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Hier haben wir noch ein Schild. View of Basswood. Ich glaube, Basswood spricht man es aus. Closed sucks, waned. Okay. Oh. Ach so, können wir hier gucken. Okay, Friedhof. So. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Okay, wir gehen auf jeden Fall zu Nicks Beerdigung. War das der, wo der eben auch in der Zeitung stand, wahrscheinlich. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. Wir kannten uns auf jeden Fall gut. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Mine. Strange to think of Basswood without its mine. Okay, da haben wir schon alles gesehen. Dann gehen wir mal weiter. Notruftelefon, direkt mit der Notrufzentrale verbunden. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. Okay. Wildlife Area, Schild Wildtiere. Oh, können wir auf Meer gucken? Wanderwege? These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Das glaube ich. Dann haben wir hier noch Jagd Gesetze betrachten, lesen. Is another tradition I could never get behind. I just don't see the appeal. Okay, dann lesen wir mal. Führen Sie beim Jagen stets alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen mit. Jagen Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang ist das Jagen verboten.
Das war's hier auch schon. Hier ist so ein Schild. Wandern verboten. Der Weg wurde vor 3 Jahren nach einem Erdrutsch gesperrt. Aha. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. Vorratskiste schützt Wanderer und Jäger vor Bären. Das soll schützen? I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Okay, hier noch was. Nee, ist wieder nur so ein Verbotsschild. Wenn wir mal hier hochgehen. I used to love looking at basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Das ist schon eine coole Aussicht. Kann man es hinsetzen? Nee, ne? Sieht schon nicht schlecht aus. Ich meine, okay, die Bäume sind jetzt ein bisschen, ne? Blätterlos, aber... Okay, wir können nur hier gucken. Einmal durchs Fernrohr, bitte. Ah. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here, not even me. Okay, wir sind jetzt also in seinen Gedanken anscheinend. Optimale Stoßwinkel. Ich musste gerade nochmal mein Google hier, das springt manchmal an, weil ich einen Timer laufen habe. Okay. Sieht schon sehr interessant aus hier in seinem Verstand. Minenstilllegung, Untersuchung bei New Virginia Coal. Dann gehen wir mal den einzigen Weg. Erinnerung. Erinnern. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Oh mein Gott, okay. War das der, ist das der verstorbene Kollege? Die nächste Erinnerung. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others. Even in me. Okay. Sieht das wieder? The story is important. You know I think that. It's just people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no. I wasn't listening. Anna. Huch. Ah, jetzt können wir was machen. Einen.
Look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. Das ist fies. You should know that. We've discussed it before. Einfach abgelehnt. Trophäe erhalten, ein Schwank aus der Jugend. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Okay, wir sollten langsam mal weiterziehen. Drücke, um den neuen Tagebucheintrag zu lesen. Okay, ist schon krass, ne? So ein Heiratsantrag, der dann abgelehnt wird. Ich glaube, ich würde mich nie wieder trauen, jemandem irgendeinen Antrag zu machen, wenn... Ja, wenn man dann so eine Erfahrung gesammelt hat, ist schon hart. Untersuchung. Jetzt können wir hier auch mal schön reingucken. Ich habe beschlossen, von Nix, Nick heißt er, Nix Beerdigung, noch einen Spaziergang auf dem Plateau mit dem Aussichtspunkt zu machen. Ich dachte, ich sei nicht bereit, mich Basewood wieder zu stellen. Aber die Vergangenheit zieht mich bereits dorthin. Meine Erinnerungen sind so lebhaft, als wäre ich nie fort gewesen. Mache einen Spaziergang auf dem Plateau. Das haben wir gemacht. Erinnere dich am Fernrohr an jenen Abend. Erinnert haben wir uns. Kehre zum Auto zurück. Du hast genug Zeit vertrödelt. Ja. Leute, Sam. Anna, Sam, Nick. Anna. Anna, die davon kam. Wäre mein Leben anders verlaufen, wenn sie Ja gesagt hätte? Sie wiederzusehen, das wird schwer. Und dennoch freut sich ein Teil von mir darauf. Der Rest von mir will sich umdrehen und sofort verschwinden. Erinnerungsstücke. Haben wir noch nichts hier? Dann, das sind wir. Samuel Sam Hicks. Vor 2 Jahren habe ich Basewood den Rücken gekehrt, um vor einem Job bei einer kleinen Zeitung, einer Stadt voller wütender Menschen und einer gescheiterten Beziehung davonzulaufen. Ich habe nie zurückgeblickt. Jetzt kehre ich heim, um der Beerdigung meines besten Freundes beizuwohnen. Was könnte wohl mehr Spaß machen, als mich am Grab meines Freundes all meinen Fehlern aus der Vergangenheit zu stellen? Okay, wir waren auf jeden Fall ein Journalist oder sind es vielleicht noch? Und sind aus der Stadt, naja, geflohen, wir sind weggezogen und jetzt kehren wir wieder zurück zur Beerdigung unseres besten Freundes, nämlich Nick. Nick war mein Freund, seit wir Kinder waren. Mein einziger Freund. Als ich Basewood vor 2 Jahren verließ, stellte ich mich tot. Und jetzt ist er es, der tot ist. Fies. Noch keine Entscheidung getroffen. Wir müssen auf jeden Fall wieder Entscheidungen treffen. Wie das bei Don't Nut so üblich ist bisher. Ist aber auch cool. Warum sollte man das Spielprinzip ändern? Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Haben wir die jetzt verpasst? Sag nicht, wir haben die jetzt verpasst, weil wir hier... Was ist das denn? Säubern? Was war das? Ein Stück Moos. There seems to be something here. Oh. Tagebuch aktualisiert. Fundbüro. Ach, cool.
gleich eine Trophy geholt. Schnitzerei, betrachten. Lovers scarring a tree to write down their initials. Always seemed twisted to me. Haben wir gleich wieder einen Tagebucheintrag oder so, ne? Aber wo ist der denn jetzt? Hä? Erinnerungsstück. Es ist bittersüß, den eigenen Namen in einem Baum geritzt zu sehen. Initialien von Verliebten. Es war ihre Idee, unsere Initialien in einem Baum zu ritzen. Das war vor, naja, vor allem anderen. Du kamst eines Nachts hier herauf mit ihr an deiner Seite. Es war spät. Und ihr wolltet schon umkehren, als Anna sagte, dass sie dir etwas zeigen wollte. Sie hatte eure Initialen in den Baum geritzt und dann ein Herz darum gezogen. Wie alt bist du? 12? Hast du gespöttelt. Sie nahm deine Hand und ließ dich die Rillen im Holz mit den Fingern ertasten. Wenn man 12 und zum ersten Mal verliebt ist, hat sie gesagt, dann ist es das, womit du dieses Gefühl den Rest deines ganzen Lebens vergleichen wirst. Für immer. Du hast gelacht und sie hat dich geküsst. Dann bist du nach Hause gefahren und hast nie wieder an diesen Baum gedacht. Bis heute. Ja, irgendwann kommt immer der Moment. Ich wollte nur sagen, wir haben das jetzt aber nicht verpasst, weil wir hier im Menü herumgetrödelt haben, oder? Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Im Leben läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht. Twin Mirror. Walter, du kommst doch noch? Ach, kann man jetzt weiterlesen? Ah, ich hoffe wirklich, dass ich es zum Leichenschmaus schaffe. Ich komme zum Haven. Okay, wir schreiben also mit Walter, wir müssen jetzt texten. Ich bin fast da, Nick wird es nicht kümmern. Nein, wir sind fast da. Hab im Verkehr festgesteckt, bin fast da. Lost the signal. Something's never changed. Das kennen wir. Willst du gerade ein Video uppen? Bei 90% schmiert ihr das Netz ab. Interessanter Anfang auf jeden Fall. Schon wieder eine Trophäe. Heimweg. 3 Trophäen in einer Folge, Mensch. So kann das weitergehen. Parkplatz des Miners Haven. Lou Broldorn, Nicks Tochter. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie durchmacht. Können wir hier... Okay, können nichts machen. Dachte gerade. Yuli, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold.
Nun, kleinen Moment. So. You left. Joan, that's not fair. You left. Oh nein. Lass es mich erklären. Lass uns nicht davon sprechen. Es tut mir leid. Ja, wir wollen uns nicht großartig rausreden. Wir haben es ja getan. Wir sind abgehauen. Lass uns nicht davon sprechen. Dann rennen wir nur den Fehler davon. Wir entschuldigen uns mal. Oh mein Gott, ich hoffe, ich treffe hier so die ganzen Entscheidungen so halbwegs richtig wenigstens. Das war das Ende. Nicht völlig verhauen. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder verschiedene Enden haben werden, wie bei zum Beispiel Life is Strange. Es tut mir leid. Look, John, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after, you know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? Wer ist das? It leads to the truth. That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again? It's your call. Es tut mir leid, ich muss ein bisschen lachen, weil das sieht irgendwie witzig aus, wie sie uns da... Es sieht so niedlich aus, wie sie uns da so anguckt, ne? Aber die Augen sich bewegen, finde ich cool. Ich weiß überhaupt nicht, wer ist, ist... Das ist doch jetzt aber nicht eine Erinnerung von dem Nick, ne? Nee, der sah ja anders aus, der Nick. Aber wer ist das? Das scheint ja irgendeine... Auf jeden Fall scheint das ja irgendeine... der Einbildung von uns zu sein, irgendwie in unserem Verstand zu spielen. Dieser Typi, der hier mit uns spricht... Ich weiß noch gar nicht so genau, wer das ist. Wir haben den Nick kennengelernt, wir haben die Anna kennengelernt, wir haben mit sie kennengelernt, die Joan. Und der Typ hier da mit der Brille, weiß ich gerade nicht, wer das ist. Also wir können natürlich jetzt für sie ihr den Gefallen tun, ne? Uns ein bisschen umschauen. Und unser, wahrscheinlich ist das einfach nur unser Gewissen oder so. Unser Gewissen sagt, wir sollen uns aber raushalten. Erstens, es erinnert mich ein bisschen an ein gewisses anderes Spiel von Don't Nut, dass wir halt nach langer, lange, lange Zeit weg waren, uns kein bisschen gemeldet haben, wirklich gar nicht gemeldet haben, nach langer Zeit zurückkehren. Kennen wir, kommt uns ein bisschen bekannt vor, die Story. Macht hier aber nichts. Ist ja nicht schlimm. Und ja... Wenn wir jetzt, ne, wir haben uns entschuldigt, wir sind drauf eingegangen, wir sind ehrlich gewesen zu ihr.
Da wäre es jetzt blöd, wenn wir jetzt wieder irgendwie, ne? Ja. Wir sollten ihr helfen. Auf jeden Fall. Untersuchung versprechen. Jetzt die Frage, wie wählen wir das aus? So. Ah ja. Das machen wir mal. Okay. Das soll auch spannend werden, ne? I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there, too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Klasse, irgendwelche Pillen hauen wir uns auf jeden Fall auch rein. Yo, Tagebuch aktualisiert. Auf jeden Fall passiert schon einiges. Finde ich immer gut, wenn man halt auch so viele Sequenzen hat, so viele Dialoge und so weiter, ne? Wir gucken direkt mal rein. Ah, okay, steht jetzt was anderes. Ich habe ganz kurz so gelesen. Jeder weiß, dass Nick und ich beste Freunde waren. Jeder glaubt, ich sei es ihm schuldig, hier zu sein. Seine Tochter Joan geht noch einen Schritt weiter. Sie findet, dass ich hierbleiben und den Tod ihres Vaters untersuchen sollte. Unser alter Chef, Walter, wird sicherlich auch etwas dazu zu sagen haben. Es wird mir wohl nicht gelingen, ihm aus dem Weg zu gehen. Ist hier jetzt irgendwas Neues? Ah ja, hier. Da unten, ne? Dieselbe Stadt, dieselben Zweifel und Widersprüche. Sich ihnen stellen oder davor weglaufen. Diesmal entschied ich mich anders. Die Versuchung, eine weitere unheilvolle Untersuchung anzustellen, die zu nichts als noch mehr Schmerz führen konnte, war einfach zu stark. Tue ich das für Joan, für Nick oder für mich selbst? Ich würde sagen, für uns alle irgendwo. Okay, er zeigt uns hier mal an mit dem blauen Kästchen, mit dem also das weiße Ausrufezeichen, dem blauen Kästchen, zeigt uns hier mal an, dass was Neues ist. Joan, kleinen Moment. Musste mich kurz ein bisschen räuspern. So. Joan Flo Waldron. Von einem Menschen, den ich mit meinem fluchtartigen Verschwinden aus Basewood wehgetan habe, ist Joan diejenige, die es am wenigsten verdient hat. Sie war nur ein Kind und meine Patentochter, aber es ist nicht gleich, der einzige Freund eines einsamen Kindes zu sein. Und ich hab's vermasselt. Jetzt, da ihr Vater tot ist, wird es für sie sicher nicht einfacher. Wütend, verletzt, starrsinnig, schwer zu glauben, dass ausgerechnet Joan es war, die mir den Spitznamen Muli gegeben hat. Nicht, dass ich nach einer Ausrede suche, sie ist noch ein Kind und ich habe ihr ein Versprechen gegeben, dass ihr das Herz brechen wird. Egal, ob ich es halte oder nicht, was, wenn sie recht hat, was den Tod ihres Vaters angeht? Was wird das mit ihr machen? Und was, wenn ich ihr die Antworten, die sie sucht, nicht geben kann? Wiedervereinigung mit Joan. Ich habe Joan versprochen, mich wegen des Todes ihres Vaters umzuhören. So, unten rechts speichern war. Ich würde sagen, auf jeden Fall spannender Einstieg. Spannender Einstieg, um es kurz zu machen, genau. Wir haben unseren besten Freund, der ist auf mysteriöse Art und Weise gestorben. Jetzt sollten wir zur Beerdigung. Ich weiß nicht genau, ist das jetzt hier schon so eine Art, wahrscheinlich, ne? So ein Treffen nach der Beerdigung? Ich glaube, oder?
wenn ich mich nicht irre, die Beerdigung, da sind wir nicht hingegangen, so wie es aussieht. Und ja, Spielmechanismus scheint auch interessant zu sein, hat ein bisschen mit Erinnerungen zu tun. Haben wir auch schon einige jetzt gesehen von unserem besten Freund, auch wie er uns die Joan, ne, anvertraut hat, gesagt hat, dass sie unsere Patentochter wird. Und wir die einzige Person sind, die Nick das, ja, wo Nick das nötige halt Vertrauen halt hat, ne? Tja, der Nick ist wohl an einem Autounfall gestorben. Und man kann nicht so richtig glauben, dass das wirklich nur ein Unfall war. Ein Unfall vor allem, ein Unfall war. Einfach weil er wohl nicht der Typ war. Allein schon vom Fahrstil her anscheinend. Er fährt wohl wieder Oma. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut. Und lasst gerne Feedback da, wenn euch das Spiel gefällt, wenn euch das Let's Play gefällt, wenn ihr Kritik habt oder gerne auch positives Feedback. Kann ja auch positive Kritik sein. lasst sie gerne da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Twin Mirror wieder. Und dann erkunden wir hier den Parkplatz und gehen uns einmal in der Kneipe umschauen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht es gut. Ciao.